Ich bin auf jeden Fall jetzt schon, also wir spielen so eine Mission, also eine Mission gerade oder ein Szenario gerade. Und mir gefällt es halt wirklich schon jetzt sehr gut. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Wir halten die Bahn jetzt an. Zack! Herzlich willkommen zum Winterressort Simulator hier beim Metalizer. Ich habe glücklicherweise eine kleine Vorab-Version bekommen. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Diese Vorabversion schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier einmal ganz normale Aufgaben und wir haben die Karriere. Und bei den Aufgaben haben wir zum Beispiel die Dreibahn-Seilumlaufbahn. Und wir sollen die faszinierende Welt der Technik hier eintauchen und diese Anlage bewegen. So, also wir sollen jetzt in den Kommandoraum gehen und das Licht einschalten, um das Ganze hier in Betrieb zu nehmen. Wir haben zum Glück hier einen Pfeil, wo wir hin müssen. Oh, das ist ja okay. Hier ist noch eine kleine Werkbank und so. Und das ist der ganze Kristallexpress. Ich glaube, hier sehen wir halt, wo die einzelnen Abstände sind, also wo man wo die Fahrzeuge bzw. die Gondeln abgestellt werden. Ich denke mal, das werden wir uns auch nochmal im Detail ansehen. Die Tür ist. Oh. Mach die Tür auf. Alles klar. Wo haben wir denn das Licht hier? Können wir irgendwo ranzoomen vielleicht? Signal. Warten, wir sollen erst das Licht anschalten, ne? Wo ist das Licht hier? Anlage ein, aus. Ah, okay. Servicebetrieb, Fahrgastbetrieb, rückwärts. Fahrtgeschwindigkeit, Langsamfahrt. Hallo? Okay. Wo ist denn das Licht? Beleuchtung. Ah. Beleuchtung, Einstieg. Okay. Was haben wir gemacht, oder? Nee, immer noch nicht ganz. Warte mal. Wir müssen irgendwo das Licht anschalten noch. Setzen wir uns mal kurz hin hier. Hinsetzen bringt, glaube ich, gerade auch nichts. Ah, jetzt ist die Maus. Mist, jetzt ist die Maus. Wir kommen jetzt hier wieder zurück in die Mausansicht. Verdammt. Okay, so. Ah, wir können mit dem Mausrad zoomen wir ran und raus. Fantastisch. Okay. Mit meinem Touchscreen können wir aber gerade noch nichts machen. Währung? Nee. Wir haben das Licht doch angemacht. Ach, das Licht hier. Oh, okay. Entschuldigung. Ein Teil der Bedienung erfolgt über den Touchscreen. Im Menü Parksystem müssen wir nun die Betriebsart auf Beschicken setzen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich auf den Touchscreen hier. Und dann Betriebsoptionen hier. Beschicken. Nothalt. Okay. Aber wir müssen jetzt hier oben zur Übersicht zurück. So. Okay. Drei Seilumlaufbahnen unterscheiden sich generell von den restlichen Einseilumlaufbahnen wie Gondelbahn und Sesselbahn. Daher ist auch der Bahnhof hier ein wenig anders. Für dich ist der wichtigste Unterschied, dass nahezu alles im Bahnhof automatisch abläuft. Ja, nice. Da habe ich Feierabend, ne? Gut. Bahnsteiglicht. Schalte die Bahnsteigbeleuchtung ein. Okay, ist an. Hatten wir schon. Ach so. Beleuchtung am Bahnhof. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung ein. Okay. Einstiegsbeleuchtung. Zu guter Letzt schalte auch nun auch die Einstiegsbeleuchtung ein. Sehr gut. Als nächstes starten wir nun den Bahnhof. Die Weiche wird dann automatisch bewegt. Klingt gut. Bahnhofssteuerung einschalten. Stelle den Schalter Steuerspannung in die Stellung ein. Ein. Antwort? Ach nee, Anwurf. Okay, lesen muss gelernt sein. Drücke die Taste Anwurf, um alle Abschaltungen im Bahnhof zu quittieren. Ja. Jetzt können wir die Anlage bereits in Betrieb nehmen. Ja, nice. Okay. Hauptbahn anfahren. Drücke den Taster Quittieren Betrieb, um alle Abschaltungen auf der Hauptbahn zu quittieren. Hauptbahn anfahren. Drücke zu guter Letzt den Taster Starten.
Ab geht die wilde Fahrt. Yep. Die Kabinen fahren nun automatisch auf die Hubdrehweiche, die sie auf die Hauptbahn bringt. Du kannst dir das Beschicken ruhig kurz ansehen, bevor du mit dem Kontrollgang beginnst. Ah, da oben bewegt sich jetzt was. Ja. Nice. Schöne Animation auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich habe nur Angst, dass ich... Oh ja, seht ihr? Ich wäre sonst erschlagen worden. Also ich glaube, es gibt hier auch einen Sicherheitsbereich, den man vielleicht nicht unbedingt sofort betreten darf. Also, oh, hier, und da wird das reingedreht. Das ist natürlich... Ich habe halt noch nie so eine Bahn aus der Nähe gesehen. Deswegen, also ich sehe das erste Mal. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch so... Also, nein, sonst wäre es ja kein Winterresort-Simulator. Gucken wir mal eben, wie es hier denn aussieht. Sie fahren jetzt hier vorbei, die Gondeln? Noch springen können wir auch, okay. Und dann... Whoop, weg sind sie. Okay, es sieht schnell aus. Es sieht schnell aus. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Leute gehen hier mit Skiern dann rein, oder? Also mit Skiern und Snowboards, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, ich bin nicht so der Wintersportmensch, deswegen ist dieser Simulator eigentlich auch perfekt für mich, weil es ist ja, wenn man einen Simulator spielt, so, dann hat man ja entweder Erfahrung, zum Beispiel Landwirtschaftssimulator, da ist man halt selber Landwirt, oder man sagt, hey, ich habe da voll Bock, das mal auszuprobieren und versucht natürlich möglichst realitätsnah das Ganze zu machen. Und von daher, ich finde es halt super, dass ich halt mal sehe, wie sowas funktioniert. Also wie so ein Winterresort eigentlich, was da eigentlich im Hintergrund alles passiert und was da alles gemacht werden muss und so. Ja, deswegen wunderbar. Lichtstationsbrücke einschalten. Schalte das Licht in der Stationstechnik an. Okay, dann schalten wir Türzugang. Schalten wir das Licht mal hier an. Zack. Okay, hat auch funktioniert. Beginne den Kontrollgang. Begib dich an die markierte Stelle und laufe die Leiter hinauf. Das machen wir doch mal direkt. Okay. So. Ah ja. Wir oben angekommen. Laufe die Leiter hinauf. Achso, das Klapptor. Alles klar, hier ist ein Klapptor. Ups. Entschuldigung. So, herzlich willkommen. Ich glaube, wir sind... ich habe es gerade leider übersprungen. Laufe auf den Wartungswegen zur markierten Stelle. Hinten sollen wir hin. Okay. Läuft auf flüssig. Ich habe hier eine GTE 1070 drin. Abdeckung sollen wir öffnen hier, glaube ich. Ja. Öffne die Verkleidung des Förderers an der Abstandsregelung. Ich glaube, vorne, ne? Abdeckung öffnen, okay. Öffne nun die beiden Verkleidungen links daneben. Also die hier und die hier. Ah ja. An dieser Stelle werden die Kabinen festgehalten, bis der gewünschte Abstand zur vorherigen Kabine erreicht wurde. Dieser Vorgang wird als Grobregelung des Abstands bezeichnet. Er wirkt ja auch ein bisschen wie eine Achterbahn. Also auf Achterbahn gibt es ja auch diese Laufbänder oder Laufräder. Und hier wird halt gewartet. Und wenn halt der Abstand erreicht ist, dann geht das Rad hier vorne an oder gehen die Räder hier an und die Kabine wird weitergeschoben. Zack. Besonders beim Beschicken ist die Abstandsregelung wichtig, damit alle Kabinen in gleichmäßigen Abständen auf der Strecke verteilt werden. Damit nicht eine Gruppe irgendwie 10 Minuten warten muss und die andere Gruppe eine halbe Stunde warten muss. Macht ja irgendwie auch Sinn, oder? Klapptor öffnen. Öffne das Klapptor und laufe auf das Einfahrbauwerk. Hier vorne. Wartungstor öffnen. Überprüfe, ob die Kabine sanft auf das Tragseil aufsetzt. Ah, hier fängt das Tragseil an, ne? Hier vorne. So. Schöne Aussicht hier oben. Hier verlassen die Kabinen die Station und schweben auf dem Tragseil der Bergstation entgegen. Nice aus. Ja. Gucken wir mal. Also hier vorne ist der Übergang jetzt. Zack. Und, oh, das ging aber schnell, ey. Die rasen aber ganz schön, ey. Muss man aufpassen. Okay. Lass uns nun einen Blick auf die Abspannung werfen. Wo ist denn die Abspannung? Okay. Da. Öffne das Klapptor, um zur Abspannung zu gelangen. Erwartungstor? Hier vorne. Ich glaube, drücken kommt uns noch nicht.
Für den Betrieb einer Seilbahn ist die Spannung des Seiles sehr wichtig. Daher muss stets sichergestellt werden, dass die Spannkraft des Seiles hoch genug ist. Dieses Spannseil verbindet das etwa 10 Tonnen schwere Spanngewicht, das im Schacht unterhalb hängt, mit der Spannscheibe, die mit dem Seil verbunden ist. Also da unten, das hier unten ist das Spanngewicht, denke ich. Da. Ja, das sieht ganz gut aus am Spanngewicht. Und ich denke mal, hier vorne wird die Spannscheibe sein. Ist das hier die Spannscheibe? Ich gehe da. Ne? Ist das hier die Spannscheibe? Nee, das muss hier vorne, das hier muss die Spannscheibe sein, das hier. Zum Abschluss kontrollieren wir nun noch das Gegenstück zum Spanngewicht, nämlich die Spannscheibe. Okay, jetzt lernen wir sie kennen, die Spannscheibe. Die letzte Kabine befindet sich nun auf der Hubdrehweiche. Sobald sie die Hubdrehweiche wieder verlassen hat, können wir die Bahn anhalten. Okay. Wo müssen wir hin? Bin ich gerade gegen den Travo gelaufen. Ah, da unten bist. Okay. Bahn abstellen. Drücke den Taster Halt, um die Bahn anzuhalten. Da müssen wir nach unten. Mist. Okay, ich glaube hier oben. Aber das sieht schön. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Ist schön gemacht. Keine Frage. Also der Winterressort-Simulator erscheint am 12.12. 2019. Das Ganze auf Steam. Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr also gerne reinschauen. Wenn ihr Lust habt, das selber mal auszuprobieren und zu testen, dann immer nur zu. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon, also wir spielen so eine Mission, also eine Mission gerade oder ein Szenario gerade. Und mir gefällt es halt wirklich schon jetzt sehr gut. Kann man nicht anders sagen an der Stelle. Wir halten die Bahn jetzt an. Zack. Wir stellen die Bahn ab. Aber ich glaube, das war hier die... Jetzt ist es an der Zeit, die Bahn wieder für den Normalbetrieb umzustellen. Genau, also wir haben jetzt eben gerade... Ah! Oh, wir könnten sogar mitfahren jetzt, oder? Ich glaube, ich muss hier noch arbeiten. Noch nicht Zeit für Pause im Winterressort. Okay, schalten wir die Bahn mal in den Normalbetrieb. Drücke den Taster Stopp Bahnhof, um den Bahnhof abzuschalten. Stopp Bahnhof. Okay. Bahnhofsteuerung ausschalten. Schalte den Schalter Steuerspannung auf Stellung 0. Steuerspannung. Das ist halt so, als wenn man die Steuer macht und dann ziemlich gespannt ist, was dabei rauskommt. Schalte die Bahnhofsbeleuchtung aus. Okay, aber wir haben doch gerade alles angemacht. Warum machen wir jetzt alles wieder aus? Na gut. Jetzt müssen wir hier vorne noch was ausschalten. Parksystem und dann beschicken. Jetzt fahren wir sie wieder zurück, oder? Kann das sein? Sehr gut. Nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu musst du nichts machen. Cool. Das gefällt mir. Klicke auf das Telefon, um in einer anderen Station anzurufen. Hallo? Andere Station? Bitte besetzen Sie sich. Die Anlage befindet sich noch im Servicebetrieb. In dieser Betriebsart dürfen keine Gäste befördert werden. Stelle nun die Betriebsart um. Okay, wo machen wir das? Hier, ne? Drücke den Taster Fahrgastbetrieb, um die Servicefunktion abzuschalten. Schalte das Absperrband im Zustiegsbereich. Fast geschafft. Nur noch die Bahn anfahren und schon kann der Skitag beginnen. Alter, krass. Okay, wo schalten wir die Bahn an? Ups, hingesetzt hier. Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Nein. Geh auf. Es ist noch nicht Pause. Wir wollten gerade nämlich Pause machen schon. Alles klar. Quittieren des Betriebs. Und lasst uns den Skitag beginnen. Yay. Sobald der Bedienstete in der anderen Station das Anfahren bestätigt hat, geht es los. Um Kosten zu sparen, solltest du die Bahn nicht immer mit voller Fahrtgeschwindigkeit betreiben.
Macht Sinn, oder? Reduziere die Fahrtgeschwindigkeit um etwa 1 Meter pro... Achso, wir sollen die auf 6 Meter. 6 Meter in Sekunde stellen. Die Gäste werden nun an den Drehkreuzen durchgelassen. Und Jens? Hervorragend. Du hast den Kristallexpress soeben erfolgreich beschickt. Ja, nice, ey. Ah, hier stehen auch noch... Ah, hier kann man auch die Lichtsteuerung noch bedienen. Alles klar. Mission abgeschlossen. Du hast nun gelernt, wie du den Kristallexpress beschickst. Viel Spaß im Winterressort-Simulator. Du hast das Ende des Szenarios erreicht. Willst du das Spiel jetzt beenden? Ja, dann beenden wir das kurz. Also wir machen die Mission, will ich beenden. Oh nein, er hat das ganze Spiel beendet. Verdammt!